Und ich bin ja selber 1960 im Dezember rüber und weiß, wenn man in der DDR eingebunden war, also der Tag war gelaufen, was weiß ich, Schule, anschließend die Arbeitsgemeinschaft, anschließend die Arbeitsgemeinschaft. Also der Staat hat dafür gesorgt, dass man beschäftigt war. Man hatte keine Zeit. Und hier im Westen heißt es also, ja, du kannst alles machen. Aber was? Da musst du ja selber auf die Idee kommen. Du kannst ja nicht jeden Tag ins Kino gehen. Du musst dann schon dich bei irgendeinem Sportverein selber anmelden. Das alles, da war man in der DDR entmündigt. Das hat alles der Staat für einen gemacht. Und jemand, der jetzt also hier rüberkommt und der fällt erstmal in ein Loch. Er muss jetzt alles selber machen. Und da waren also viele nicht gewohnt. Und vor allen Dingen, wenn die noch jugendlich waren, da sind die verzweifelt. Keiner hat sich um sich gekümmert. Das war in der DDR, man ist so groß geworden.